Hallo, hier ist wieder Martin Auer von der Science Sales Academy und ich möchte Sie herzlich willkommen heißen zu den Themenvideos der Science Sales Academy. Heute mit der Folge 4, das Thema Starverkäufer, angeboren oder erlernt. Mit anderen Worten, wird man als Starverkäufer geboren oder wird man dazu gemacht? In vielen Bereichen wird die maximal mögliche Entwicklungshöhe durch die Veranlagung hervorgegeben. Einem Sportler ohne Talent wird das beste und intensivste Training ab einem bestimmten Level nicht über das Manko seiner nicht vorhandenen Veranlagung hinaushelfen. Das gleiche Prinzip trifft vermutlich auch auf Musiker, Ärzte oder etwa Schachspieler zu. Auf den ersten Blick könnte diese veranlagungsbedingte Deckelung der eigenen Leistungsfähigkeit zu einem gewissen Grad an Resignation verleiten. Impliziert sie doch, dass man ohne das entsprechende Talent beliebig viel üben und trainieren kann, ohne es jemals zu wahrer Profession schaffen zu können. Doch wie so oft ist es in Wirklichkeit so einfach eben doch nicht. Nehmen wir als anschauliches Beispiel eine Sportart, die auf den ersten Blick recht einfach aussieht und scheinbar nur aus einer einzigen Tätigkeit besteht: Radrennfahren. Hier wäre man dazu verleitet, einfach denjenigen als Star zu bezeichnen, der am schnellsten Rad fahren kann. Naja, klar. Doch die eigentlich viel interessantere Frage ist doch, was genau ihn dazu befähigt, so schnell Rad fahren zu können. Naja, er braucht halt viel Kraft in den Beinen, wird der eine sagen. Oder gute Ausdauer. Oder er muss sich gesund ernähren. Ja, logisch. Befragt man dazu die entsprechenden Trainerexperten mit dem nötigen und notwendigen Know-how, wird man womöglich erstaunliche Antworten bekommen. Denn dann könnte auf einmal die Rede sein von anatomischen Hebelverhältnissen der Beine, die bestimmten Anforderungen genügen sollten, von Ausdauerleistung und Kraft, die über einen langen Trainingszeitraum systematisch aufgebaut worden sein sollten, von Wettkampferfahrungen, von gut ausgeprägter psychischer Stärke, um die langen Strecken zu bewältigen, von taktischem Verständnis, um sich in den entscheidenden Momenten durchsetzen zu können, von einer Persönlichkeit, die die anderen Fahrer in der Gruppe dazu veranlasst, ihn als Alpha zu akzeptieren und ihm in harten Wettkämpfen zuzuarbeiten, oder etwa von einem guten Immunsystem, um auch bei schlechtem Wetter trainieren zu können, ohne sich gleich jeden Schnupfen einzufangen. Man könnte also, die entsprechende Expertise und Erfahrung vorausgesetzt, durchaus so etwas wie Schlüsselkompetenzen fürs Radfahren definieren. Die oben genannten Eigenschaften und Fähigkeit unterscheiden sich tatsächlich hinsichtlich ihrer Trainierbarkeit, tragen aber alle ihren kleinen Teil dazu bei, schnell Radfahren zu können. In gewissen Grenzen werden sich diese Fähigkeiten gegenseitig schon kompensieren können. Doch sicher ist auch, ist nur eine einzige dieser Fähigkeiten zu stark unterentwickelt, wird das Gesamtkonzept des schnellen Radfahrens nicht mehr funktionieren können. Genauso verhält es sich beim Verkaufen. Auch hier gibt es diese Schlüsselkomponenten, die einen Star unter den Verkäufern ausmachen. Die erste Schlüsselkomponente für Verkäufer ist ein hohes Maß an Eigenmotivation. Starverkäufer benötigen keine Motivation von außen. Sie beziehen die absolute Motivation aus ihrem Wesen selbst. Der eigene innere Antrieb ist so stark, dass ein Starverkäufer seinen Job macht, auch dann, wenn es unangenehm und anstrengend wird. Und wenn er selbst bereits im Vorfeld weiß, dass niemand etwas von dem Opfer, das er gebracht hat, mitbekommt und dass es dafür vom Chef keine Extraprovision gibt. Hierbei handelt es sich um eine Eigenschaft, die tatsächlich schwer zu vermitteln und schwer zu erlernen sein dürfte. Die zweite Schlüsselkomponente ist technisches Verständnis. Starverkäufer verstehen ihre Produkte, sie kennen sie in- und auswendig, sie wissen, wie der Kunde sie anwendet und genauso ist ihnen klar, warum er sie anwendet und warum er mit ihnen arbeiten möchte. Ein Starverkäufer kann jederzeit auch mit einem Techniker unter den Kunden über sein Produkt sprechen. Ein Starverkäufer ist der Experte für sein Produkt, für seine Anwendung, für das Problem des Kunden und für die Alternativangebote der Wettbewerber. Geeignete Strukturen in den Vertriebsorganisationen ermöglichen die Aufrechterhaltung und Pflege eines hohen Standes an technischem Wissen. Die Schaffung dieses Wissens beruht auf Methodiken aus dem Wissensmanagement. Diese Eigenschaft ist ganz klar erlernbar und auch trainierbar. Die dritte Schlüsselkomponente ist die Fähigkeit der Moderation.
Starverkäufer sind in der Lage, im Aufmerksamkeitsfokus einer ganzen Gruppe verschiedenster Menschentypen zu stehen und sowohl jeden Zuhörer mit ihrem Wesen zu fesseln und ihm die Information zu liefern, die er erwartet, und zwar auf die Art und Weise, die er erwartet, als auch eine Diskussion innerhalb dieser Gruppe zu führen und zu lenken. Hierbei handelt es sich ganz klar um eine erlernbare Fähigkeit. Sie entwickelt sich auf Basis von Selbstbewusstsein, Erfahrung und dem Willen zu lernen. Auch Charisma und Ausstrahlung spielen hierbei natürlich eine Rolle. Die vierte Schlüsselkomponente für erfolgreiche Verkäufer ist die Fähigkeit zur Empathie. Starverkäufer sind in höchstem Maße empathisch. Sie können sich in ihr Gegenüber hineinversetzen. Sie verstehen, wie andere ticken und was andere antreibt. Diese Fähigkeit ist zu einem Teil erlernbar. Der Weg dahin führt über eine gute Beobachtungsgabe. Die fünfte Schlüsselkomponente erfolgreicher Verkäufer ist eine gute Beobachtungsgabe. Starverkäufer sind gute Beobachter. Ihnen entgeht nicht die wichtigen Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wer unter den Kunden trinkt Tee, wer trinkt Kaffee? Welche Mitarbeiterin hat ihre Hand während der Produktpräsentation auf dem Knie des Abteilungsleiters? Wer unter den Kunden ist per Du und wer ist per Sie? Diese Fähigkeit der Beobachtung ist ganz klar erlernbar und sie bringt wertvolle Informationen. Starverkäufer verstehen es vorzüglich, mit diesen Informationen zu arbeiten. Die sechste Schlüsselkomponente für erfolgreiche Verkäufer ist Aufrichtigkeit. Starverkäufer sind immer aufrichtig und niemals manipulativ. Sie suchen zusammen mit dem Kunden die beste Lösung für den Kunden. Starverkäufer sagen dem Kunden, wenn deren eigene Lösung das wahre Bedürfnis des Kunden nicht befriedigt. Sie ernten dafür Anerkennung, die sich am Ende für sie auch noch auszahlt. Diese Eigenschaft ist erlernbar. Sie basiert auf langjähriger Erfahrung und der damit verbundenen Souveränität. Siebte Schlüsselkomponente erfolgreicher Verkäufer: kommunikative Souveränität. Völlig unnötig zu erwähnen, dass Starverkäufer kommunikativ sicher sind. Sie sind in der Lage, ihre Lautstärke, ihre Sprechgeschwindigkeit, ihren Wortschatz und ihre Sprechweise ihrem Gegenüber anzupassen. Diese Fähigkeit ist erlernbar. Ihre richtige und korrekt auf das Gegenüber eingestellte Anwendung bedarf aber einer anderen Fähigkeit, nämlich achtens Menschenkenntnis. Starverkäufer sind gute Menschenkenner. Starverkäufer sind sich bewusst, dass es verschiedene Menschentypen gibt und sie können sie sehr schnell richtig einschätzen. Ein speziell für den Vertrieb sehr geeignetes und praktikables Tool dafür bietet das DISC-Modell. Auch diese Fähigkeit kann also erlernt, trainiert und ständig weiterentwickelt werden. Die neunte Schlüsselkomponente erfolgreicher Verkäufer ist Hinterfragen. Der Wille zum tieferen Verständnis und zum ständigen Lernen und sich selbst verbessern ist eine Fähigkeit, die einer guten Beobachtungsgabe und eines scharfen analytischen Verstandes bedarf. Eine analytische Denkweise ist beispielsweise dann gefragt, wenn die wahren Gründe für eine Kundenentscheidung hinter der Fassade aus "Sie sind zu teuer" ermittelt werden sollen. Natürlich wird es auch in diesem Bereich die Naturtalente geben, die sich mit diesen Fähigkeiten leichter tun als andere. Aber Fakt ist auch, dass der Wille zur Weiterentwicklung vorausgesetzt, fast alle dieser Fähigkeiten zu einem großen Teil auf einem Lern- und Übungsprozess basieren. Es braucht dafür die richtigen Strukturen, Methoden, Werkzeuge und Vorgehensweisen. Es gibt hier also tatsächlich viel Raum für Training, Coaching, Feintuning, qualifiziertes Feedback und immer wieder Üben. Haben Sie dazu Fragen oder Anregungen? Wollen Sie diesen Beitrag kommentieren? Dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Meine Kontaktdaten finden Sie wie immer auf meiner Homepage unter der science-sales-academy.de und ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und auf Wiedersehen.